Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Graveyard Keeper. Und wir keepen heute mal unseren Graveyard und machen den vielleicht ein bisschen hübscher. Wir sind mittlerweile in der 670 Version der Alpha. Also es gab so ein paar kleine, hübsche, leckere Upgrades, beziehungsweise Bugfixes. Schauen wir mal, ob das heute so funktioniert, wie es denn funktionieren soll. Wir richten erstmal hier unser Tagwerk, verrichten. Machen wir hier nochmal ein paar von... Ah, guck mal, er lädt es automatisch nach. Ich brauche hier also nur Dinge einlagern. Ah, warte mal, ich wollte mal gucken, ob ich diesen Sumpfstein... Wir holen mal eben hier diese Bretter. Ich glaube zu meinen, dass es hier oben irgendwo in meinem kleinen privaten Sumpfloch... Hier, da gibt es doch Sumpfstein und den kann ich doch bestimmt... Hey. Wow. Zirk, zirk. Der war frech, ha? Der Green Jelly. Aus dir backe ich mir noch ein Brot. So, ich würde gerne hier diesen Sumpfstein mal abbauen. Um zu gucken. Jede Menge Steine. Pilze kann ich wohl noch nicht einsammeln. Hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Okay. So, dann machen wir noch einen Grabstein, würde ich sagen. Ich habe eh kaum noch Energie. Machen wir mal noch einen. Ein paar Nägels haben wir ja noch. Nagels? Swaggle-Nagel? So, ich weiß gar nicht, wo und was der hier das letzte Mal... Ey, was, ist mein Rucksack voll oder wie? Boah, guck mal, ich habe 4 Fleisch, aber ich habe keinen fleischigen Fleischstempel. Das ist natürlich blöd. Gut, jetzt liegt da der Grabstein rum. Schauen wir mal. Ich hätte gerne noch ein bisschen gearbeitet. Keine Bodies am Start, aber wieso 1 von 1? Ach so, guck mal, ich habe den noch gar nicht richtig vergraben hier. Oh, hoffentlich habe ich noch genug Energie, um den zu vergraben. Schauen wir mal, was das kostet. So, haben wir das. Dann könnte ich nämlich hier mal einfach schon direkt in letzter Ehre einen Grabstein draufsetzen. Ach, nicht genug. Hier überall sind angefangene Arbeiten. Aber gut, ich meine, das macht ja nichts. Ziel ist es ja erstmal, glaube ich, den Friedhof richtig in Schuss zu bringen. Und wenn wir den Friedhof richtig in Schuss haben, dann können wir auch den Pastor erquicken. Und vielleicht dann gleich mal in die Stadt gehen. Ich weiß nicht, ob ich unterwegs halt noch Energie brauche, ein bisschen Holz brauchen will. Wir brauchen eigentlich alles. Ist ja Wahnsinn, Leute. Hier kannst du alles machen in dem Spiel, ne? Hier kannst du backen, pflanzen, kochen, gräbern. Also hier gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Wer braucht schon ein echtes Leben, wenn er Graveyard Keeper hat, oder? Wer muss da noch da rausgehen? So, Saving Progress. Ah, I'm so refreshed. Ohne Absturz, das ist schon mal gut. Ist in letzter Zeit nicht so häufig vorgekommen. Die Kneipe, hat die 24/7 offen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Wir gehen mal in die Kneipe und gucken, ob ich hier vielleicht ein paar von meinen Zertifikaten verkaufen kann. Dieser Munkulus da, der Totenschädel, Willy Wilson, der wollte ja noch irgendwas haben, ne? Wollte der Bier? Haben wir ihm schon Bier gegeben? Weiß man nicht. Naja, ich gehe erstmal in die City. Die ist nämlich gar nicht so shitty. Und dann schauen wir mal weiter. Schauen wir mal, was geht und was wir so zu erreichen haben noch. Wisst ihr, wenn man sich ein bisschen entspannen will, dann ist es genau richtig. So, da sind wir. Hallo. Hallo, kleine Stadt. Gehen wir mal hier rein ins tote Pferd. Hallo, Schwester. Hallo. You better talk with my husband. Okay. Trade, my friend. Ja, nimm alle, oder was? Haben wir mal. Kriegt er. So, was ist das hier? Fischstäbchen. Oder Fischnuggets. Dies eine. Okay. Ach so, ich muss quasi bei ihm. Ah, okay. Der gute Hodrick. Aber jetzt habe ich schon mal ein bisschen Geld wieder. Keine Buffs. Technologies. 940. Da kann ich jetzt noch nicht viel. Ich brauche hier 10 und 5. Also muss ich noch ein bisschen arbeiten, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Da der Dichter mit seiner dichten Dichtkunst. Er dichtete sich dichte Dinge, denn sein dichtes Leben, sein dichtes Dichterleben war ziemlich dicht im Dichterstreben. Doch konnte er nicht länger mehr als Dichter leben, denn was wollte er als Dichter geben? Ich weiß es nicht.
Man musste ihn zerlegen, um zu wissen, was war dann sein Bestreben. So. Kreis, fetter Reimer. Lululu. Ja, vielleicht bin ich so eine Art spiritueller Leiter. Aber ohne spirituelle Leitung kommt man immer nicht weit, Freunde. Deswegen ist es doch gut. Es ist immer gut, Hilfe anzunehmen. Wenn jemand auf den Berg geklettert ist und dir ein Seil runterhält, dann hilft es dir stark, denn dann ist die Möglichkeit, sich zu verlaufen, einfach gleich null. Wenn ihr versteht, was ich meine. Spare Silf. Make of amazing things. Haben wir voll Scheiß, but I won't buy you stuff. Unless it's something in will. And I doubt you can find some things like that here. Ich bin neu hier, ne? Aber alle sagen, ich bin der Keeper, aber ich will nicht. Und ich will wieder zurück in die alte Welt. Okay, ich verstehe. Das ist auch nicht meine Welt hier. Ah, danke. Meine Welt ist the place of the Ababa so lucky. Scare him to cure his... Buh! Bist du verrückt? Was hast du getan? Ich wollte dir nur mit deinem Schluck aufhelfen. Das war ziemlich dumm. Jetzt brauche ich Zeit. Dieses Shark Hai Steak. Das war so lecker. Okay. Der goldene Schmetterling. Ich weiß nicht genau, was mit dem Typen los ist. Es scheint aber jetzt besser zu sein, hä? So, Trade, was hat er denn hier? Gold, Silber und Kartoffeln? Was? Grape Seeds. Oh! Samen, aber ich habe keine Samen. Ich habe kein Feld, auf das ich irgendwelche Samen pflanzen könnte. Naja, gut, das macht ja auch nicht so viel, Freunde, ne? Deswegen, gehen wir mal da lang. Aha, was ist denn hier? Die Töpferoma. Hallo? Können Sie mir was töpfern? Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Sehr toll. Dann werde ich jetzt dafür auf Ihre Toilette kacken. Toilette ist zu. Haben Sie nochmal Glück gehabt? Kein Kacken für Sie heute. Schwein. Okay, Ach, wo gehen wir denn hin, Leute? Wo gehen wir denn hin? Was ist unser Begehr? Was ist unser Ziel für heute? Eigentlich habe ich mir heute keine großen Ziele gesetzt, aber Shorty hat gesagt, er will, dass ich weiter Graveyard Keeper spiele und deswegen muss ich weiter Graveyard Keeper spielen. Dang. Also, ne, alle, die sagen, hey, Graveyard Keeper ist cool, danke Shorty. So, ich versuche hier eine tolle Spur zu verwischen. Keiner weiß, wo ich hergekommen bin. So, wo ist denn der Esel? Kommt der Esel noch? Ich will den Esel mal sehen. Naja. Keine Bodies, nichts zu exhumieren. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier das Kreuzland fertig. Das Kreuzeli. Drunten im Tal. Dort gibt es ein kleines Kreuzeli. So. Schönes Grave. Also ich finde, die Work ist noch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob da noch was zum Balancen kommt. Ich habe keine Grabsteine mehr am Start. Okay, wisst ihr, was ich mache? Erstmal die Büsche weg. Ja, machen wir heute mal ein bisschen Gartenarbeit hier bei uns. Also keine richtige Garten, sondern Grabarbeit ist es im Endeffekt. Dadurch werden wir auch besser. Dadurch werden wir ja besser, stärker, härter. Weil, guck mal, wir könnten zum Beispiel Firewood machen. Ich glaube, ich muss Firewood. Das Recipe Firewood. Okay. Unlock. Dann können wir das nämlich alles herstellen, was wir brauchen, um diesen Keller zu befreien, glaube ich. Gehe ich dann gleich nochmal. Your tool, rusty shovel is broken. You need to fix it. Need a shovel. Oh, was? Voll miese Krise? Habe ich noch einen Schleifstein? Ich hoffe, sonst muss ich zum Schmied. Und ich komme gerade aus der Stadt und war nicht beim Schmied. Hey, Esel! Alles klar bei dir? Ich habe gerade keine Schaufel, my friend. Ach, du armer Esel, du. Im Kapitalismus gefangen. Tja, so ist das. Dann müssen wir mal schauen. Hier kann ich meine Schaufel plus das. Okay. Das kostet echt ganz schön viel, ne? So, Schaufel ist wieder da. Ich wollte mal gucken, was wir hier unten brauchen.
Aber kann ich hier eigentlich jetzt irgendwas Neues bauen? Ne, hier ist immer noch Trunk. Trunks brauche ich noch nicht. Ich habe draußen noch eine Kiste stehen. An der Kirche steht auch noch eine Kiste. So, was brauchen wir denn hier? Metallreste. So, da brauche ich Wooden Planks und Wood Wedge. 10 Wood Wedge und ein bisschen Wood Plank. Aber das könnte ich, glaube ich, herstellen. Sollen wir mal gucken? Dann gehen wir mal gucken. Gucken ist immer schön. Ah, kennt ihr das? Wenn so ein Spiel euch dann erstmal gepackt hat, ihr wisst einfach nicht, wie ihr da wieder rauskommen wollt. Ey, Moment. Was ist hier los? Wieso kann ich das nicht herstellen, was ich herstellen will? Hier vielleicht? Timber Stockpile. Ein Ofen. Hier ist auch Trunk. Sawhorse. Chopping Place. Dafür brauche ich 5 so Dinger. Dann muss ich den vielleicht auch noch bauen, oder? Den Chopping Place. Wood Billets. Machen wir mal ein paar Wood Billets. Oh, insgesamt 5 Stück. Oh, es fängt an zu regnen. Wisst ihr, was ich gestern gemacht habe, Leute? Gestern, eigentlich war es ein super heißer Tag und dann kam irgendwann ein Gewitter auf. Und es hat so geil geregnet und es hat so geil warm geregnet auch irgendwie, dass ich mich einfach draußen in den Regen gestellt habe, bis ich klitschnass war. Ich habe mich ein bisschen gedreht. Und ja, mag sein, Kreis ist im Moment ein bisschen auf einer Art spirituellen Reise. Aber so ist das Leben halt, Freunde. So ist das Leben. So, jetzt kann ich hier ein bisschen choppen, aber dann muss ich wieder neues Holz sammeln, ne? Das muss ich erstmal zurechtcraften, oder was? So, hier. Davon brauche ich einige. Oh, das kostet aber... Boah, 4 Stück pro... Boah, das ist viel. Das ist schon echt ein bisschen viel. Naja, legen wir uns mal hin. Es ist zwar schon fast im Morgengrauen. Aber wir schlafen ein bisschen. So ein kleines Easter Egg wäre jetzt lustig, wenn man jetzt so schläft und auf einmal kommt so ein... Hey! Listen. Ich frage mich, ob man den Balken hier noch erweitern kann. Bestimmt, oder? Alter, ich verschlafte fast den ganzen Tag. Story of my life. So, was war eigentlich hier? Konnte ich hier schon irgendwas machen? Nee. Ich habe Mel. Floor. Flur. Teig kann ich machen. Chicken Egg. Nee. Ich könnte Wasser holen. Ich weiß, wie das geht. Wollen wir mal was kochen. Aber ich mache erstmal das hier fertig. Boah, Alter, das kostet richtig viel Saft. Gut, aber es gibt auch 10 Stück, ne? Es gibt 10 Wedges. Und wie mache ich richtiges Dingsholz? Oh, was? Wooden Plank. Da brauche ich 20, 10. Boah, da müssen wir noch stärker für werden. Oh Mann, also ich muss echt erstmal komplett auf Holz gehen, ne? Ich müsste erst einmal komplett auf Holz gehen. So, wir müssen noch einen Körper zerfleischen und vergraben. Und ich werde das Fleisch noch nicht los. Das wird wahrscheinlich dann gammelig am Ende. Aber was soll's. Na, gehen wir da rein. So kriegen wir wenigstens unsere Points, ne? Die wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln. Also einen lumpigen Grün kriege ich. Naja. Okay. Noch eine gute Qualität, die Leiche. So, Graveside. Lagern wir den mal da unten noch ein. Das kostet echt viel Saft, ne? Ich weiß noch nicht genau, wie die das berechnen hier. So nach dem Motto, ja, 2 Leichen am Tag oder was, ist so der Grundsatz fürs Balance. Ich weiß es nicht. So, nochmal ein Zertifikat gesammelt, ne? Machen wir mal hier das weg. Okay, es gibt immer ein bisschen Holz. Ist hier noch irgendwas drin in der Kiste, ne? Guck mal, der Green Jelly, Energy Potion. Oh, ich habe Energy Potions. Cool. Gib mal eine. Konsumier mal eine. Ach so. Character. Use, my friend. Cool. Ein Energy Drink. Kann ich mich bis morgens wach halten hier.
ein bisschen Holz ausbuddeln. Aber ich brauche richtiges Holz. Die kleinen Stöcke hier, die Woodsticks, die bringen mir auf Dauer nicht so viel. Aber guck mal, wir sind schon auf minus 15. Wir sind schon auf minus 15. Klar, sind die Steingräber und so, die sind natürlich cooler, aber für die Steindinger brauche ich halt auch Stein-Repair-Kits. Oh, ich weiß gar nicht, wo kriege ich die Repair-Kits denn her? Naja, wenigstens habe ich den Body schon mal vergraben. Was gibt denn hier so eine Wurzel? Ah, da kann ich doch schon mal was mit anfangen. Da kann ich doch schon mal was mit anfangen. So, aber so fette Steine habe ich jetzt noch nicht gehabt, ne? Ich meine, ich sammle hier immer ganz viele kleine Steine. Ah, oder? Nee, ich kann ich nur nicht aufnehmen, weil mein Inventory voll ist wahrscheinlich. So, was kann ich hier machen? Garten bauen, aber ich habe noch keinen. Ich habe leider die Anspruchsrolle auf den Garten noch nicht. Sonst hätten wir hier schon mal ein bisschen was planten können. Naja. Ja, so ein bisschen Energie haben wir ja noch. Machen wir mal noch einen. Machen wir noch einen hübschen Grabstein. So. Achso, okay, pass auf. Machen wir mal hier. Ich habe noch ein Stone Repair Kit dabei. Und ein Wood Repair Kit. Wo sind denn meine Steine? Das ist Eisen. Okay. Habe ich gar keine Steine im Inventar, oder was? Jetzt aber. Okay, a piece of stone. Naja. Aber ich habe auch noch nichts, womit ich Steine... Ein Inquisitor! Rechts neben uns! Auf dem Dings und... Er wird mich töten oder sonst irgendwas. Okay, ich werde ihn ablenken. maybe. Einfach, vielleicht finde ich da oben auf dem Berg irgendwas. Okay, dann gehen wir mal zum Inquisitor gleich. Ach komm, ich trinke den anderen Drink auch noch, so wie wir ihn gerade haben. Okay. Warte, was... Ach, guck mal hier. Eins. Zwei. Drei. Ich will mehr Wasser. Ich will mehr Wasser, weil dann kann ich hier... Guck mal. Water. Wieso habe ich kein Water? Wo muss ich das Water hinbringen? Guck, da vielleicht. Ich habe doch Water, oder nicht? Da. Los. Oh. Ah, machen wir mal einen Teig. Wow. Cool. dann werde ich die Repair Kits gleich mal ausgeben. Und beiden die erstmal hier Stein rein, damit ich hier Platz für den Dings habe. So. Fuel from Sticks. Bread. Muss ich jetzt warten, oder was? Wie viel brauche ich? Zwei Teige für ein Brot? Naja, okay. Achso, da unten brauche ich noch die Holzbretter. Das heißt, ich kann hier die Flintwoods, das da. Die Wood Wedges kann ich auch erstmal wegpacken. Keine Ahnung, Fleisch kann ich ja auch noch nicht verkaufen. Meinem Schwert geht's noch gut. Die Repair Kits behalte ich erstmal. Teig muss ich auch nicht unbedingt mitnehmen. Jetzt geht's langsam los, Freunde. Jetzt geht's langsam los, ne? Gut, Kreis hat wieder drei Folgen gebraucht, um irgendwie halbwegs irgendwie reinzukommen langsam. Aber was soll's. Ey! Oh Mann, der liefert mir hier Klamotten an. Ja, gut, lassen wir erstmal. Aha! Inquisitor! Wie, not now? Hey, du da! Inquisitor. Okay. The path is closed until... Aber es ist doch... Es ist doch... Oder... Moment. Oder es ist... Ja, mit Pfeil nach oben. Hier. Jawohl. Hey.
Okay, wir laufen mal dem Typen hinterher. Gucken, was der so... Oder verschwindet er im Feld? Feld der Träume! Yay! Schauen wir mal, was der vorhat. Hallo. Sorry. Hallo. Sie da. Guten Tag, Inquisitor. Ach, guck mal, dann brauche ich mich selber nicht bewegen. Sexy, oder? Gucken, wo er hingeht. Geht er sich jetzt erstmal einen trinken, oder was? Hallo. Oh, noch einer. Der Astrologe. Das ist doch der Schlaue. Astromann. Astromann. Wo gehst du hin, Astromann? Hm. Was kann man denn da machen? Fresh Eggs. Trade. Chicken Egg. Oh, nehme ich zwei mit, ne? Cool. Hallo, wo geht denn der hin? Oh gut, das könnte jetzt überall sein, aber ich habe zu tun. Ich muss drüben einen vergraben zu Hause. Hm. Was ist mit dem da? Hallo? Ding dong, bing bang bong. Did I am, I am I? Alter, Hanfseile, Öl, Hanfsamen. Ich kann leider noch nichts pflanzen, sonst würde ich die bei dir kaufen, aber... Ist das hier ein Butterstampfer oder was? Hm. So, der Astrologe läuft hier immer noch. Quer im astrologischen... Ah, es sieht aus wie ein Astrologiehügel. Ah, guck mal. Cool. Astrologen wissen eigentlich doch immer viel. Hey, was geht? Was hat denn der hier? Oh, eine Angel. Nehme ich mit. Natürlich nehme ich die Angel mit. Hi. Ja, man nennt mich so. Aber auch bin ich nur eine verlorene Seele. Ich bin der neue Keeper. Und ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Jeder braucht irgendwas. Glaub mir. Wissen macht nur traurig, junger Mann. Du siehst ziemlich glücklich aus. Okay, was soll das bedeuten? Ist da kein Weg, den, wie du mir helfen kannst? Bring mir einen Totenkopf. Es ist ein Schädel. Es ist illegal, aber wen interessiert das schon? Okay, Gary, he's kind of my friend. Ich brauche nur von einem alten Totenkörper. Okay. Okay, Kai. Gut. Jetzt ist die Frage, latsche ich jetzt erstmal wieder zurück in die Stadt? Ja doch, komm, wir vergraben den noch. Aber Skulls kann ich noch nicht extrahieren, ne? Technologies, schauen wir mal eben hier. Skin Skull Bone. Oh doch, kann ich machen. Unlocken wir das mal. Ja, ich weiß, es war jetzt blöd auf dem Weg zum Holzding, aber dann haben wir wenigstens so, kann ich das schon mal zwischendurch erledigen. Und dann gehe ich einfach ein paar Tage Holz hacken oder so, ne? Dann entwickeln wir uns natürlich in der Holzhackerei ein bisschen weiter. Ich glaube, mein Brot wird verkohlt sein, wenn ich wieder zu Hause bin. Wahrscheinlich. Völlig abgefackelt, aber hey, was soll's. So. Wie heißen denn hier diese Tageszeiten? Blaumond, lila Sonne, rote Weiblichkeit, lila Hirsch, grüner Käfer und lila Männlichkeitstag. Naja, wir kriegen das schon alles irgendwie geregelt und sortiert in unseren alten kleinen Köpfen. Aber es ist doch schon ein Stück bis in die Stadt, ne? Gibt's hier so eine Art Fahrrad vielleicht? Oder kann der Esel mich demnächst mal mitnehmen? So, hier. Wer hat denn die Ehre, heute hier von mir gerupft zu werden? So.
Müssen wir hier einen Schädel raus extrahieren. Fleisch. Oh Mann, ich habe gar keinen Platz mehr. Gibt's hier noch eine Kiste irgendwo? Ah, ich hätte mal eine bauen sollen. Ziehen wir ihm noch die Haut ab. Ah, nicht genug Platz. Naja, gut, solange er da liegt. Jetzt haben wir auch keine Energy Drinks mehr. Das heißt, wir müssten uns jetzt sowieso erstmal wieder hinlegen. Ich wollte nur mal eben noch nach meinem Brot schauen. Dann räumen wir noch ein bisschen... Oh, hier, die liegen hier gut. Die liegen hier gut und fein. Na komm, hier, Wooden Stick brauche ich ja jetzt gerade nicht. Ach, die Repair Kits, die könnte ich mal benutzen gleich. Ah, machen wir in der nächsten Folge. Ah, Mist, das Zertifikat hätte ich natürlich auch verkaufen können. So, was bringt mir denn Brad eigentlich? Oh, zwei Brot. Zwei Brot bringt zwei lecker, ne? So, Fried Egg. Bread. Der Ofen hat keinen Saft mehr. Guck mal, ich könnte hier den guten Teig machen. Geben wir den hier schon mal in Auftrag. Achso, ich habe ja gerade zwei Brote gegessen. Nice. Onion Rings. Ach so, Jug of Milk habe ich nicht, Butter habe ich nicht. So kann man sich dann auch buffen später, ne? Und Kram, geil. Ey Leute, das ist so cool. Und so viel cooles Zeug. Naja, ich würde sagen, wir legen uns jetzt erstmal hin. Machen ein Nickerchen und sehen uns, wenn ihr Lust habt, natürlich in der nächsten Episode wieder von Graveyard Keeper. Ihr kennt das Prozedere, ne? Ihr wisst Bescheid. Unterstützt mich, unterstützt euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder von Graveyard Keeper. Ich hoffe, ihr habt bis dahin noch viele erfolgreiche Phasen eines Lebens. Bis dann, reingehauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.